Experiment Nummer 11, Beschwörung, um unsichtbar zu werden, aus dem Münchner Handbuch der dämonischen Magie. Ich beschäftige mich auch mit der Kunst der Unsichtbarkeit, welche heute allen unbekannt ist. Wenn du dies unbedingt wünschst, ob es vernünftig ist oder nicht, Unsichtbarkeit und Nichtwahrnehmbarkeit zu besitzen, gehe zunächst bei zunehmendem Mond an einem Mittwoch zur ersten Stunde des Tages, keusch über 3 Tage und mit geschnittenem Haupthaar und Bart und weiß gewandet außerhalb der Ortschaft an einen geheimen Ort bei klarem Himmel auf flacher Ebene. Mit poliertem Schwert ziehe einen Kreis, wie er hier abgebildet ist, in welchen du diese Namen schreibst mit allem, was an derselben Stelle abgebildet ist. Wie hier abgebildet, stecke im Westen über Phryriel das besagte Schwert. Und wenn es befestigt ist, nimm ein Gefäß, in dem sich Feuer mit Thymian, Myrrhe und Weihrauch befindet, und mit diesem Rauch gehe um den Kreis, beräuchere diesen, beginnend bei Phryriel und dort endend. Wenn dies vollbracht ist, nimm Weihwasser und besprenge dich und den Kreis, sage: Entsündige mich, Herr, mit Isop, damit ich rein werde, wasche mich, damit ich schneeweiß werde. Dies ist der Psalm 51, Vers 7. Wenn dies erledigt ist, indem du deine Knie nach Westen beugst, sage mit lauter Stimme Folgendes: Ich beschwöre euch derart, o Phryriel, Memimil, Beris, Taraor, mächtige, prächtige und glänzende Geister, auf welche ich vollständig vertraue. Durch die eine untrennbare und ungeteilte Dreifaltigkeit, nämlich den Vater und Sohn und Heiligen Geist, und durch den einzigen, alleinigen, lebendigen und wahren Gott, welcher alles aus dem Nichts erschaffen hat und dem alles Himmlische, Irdische und Höllische unterworfen ist. Und durch Himmel und Erde und Meer und Hölle und allem, was darin existiert. Und durch all eure Fürsten, Könige und Herren. Und bei jenem Gott, den ihr fürchtet und anbetet. Und durch alles, was befähigt ist, euch zu erschrecken und zu binden und zu fesseln und deren Befehle ihr vollständig erfüllen müsst. Dass ihr alle 4 mit größter Demut hierher kommen sollt, gebunden, gefesselt und unter Eid gestellt, um auszuführen, was immer ich von euch verlange. Kommt ohne Verzögerung, kommt, denn ich beschwöre euch durch den Vater, ich rufe euch hervor durch den Sohn, ich beschwöre euch durch den Heiligen Geist. Diese Anrufung sage 4-mal. Einmal gen Phryriel, einmal gen Memiel und gen Beris und Taraor. Plötzlich werden in dem Kreis die 4 Geister anwesend sein, die zu dir sagen: Sage uns, was du verlangst, und wir werden dir voll und ganz gehorchen. Sage uns, was du verlangst, und wir werden dir voll und ganz gehorchen. Zu diesen sage: Ich möchte einen bestimmten Mantel der Unsichtbarkeit, welcher fein und unzerstörbar ist, und wenn ich damit gewandet bin, vermag mich niemand zu sehen oder zu fühlen. Nachdem du dies gesagt hast, wird einer von ihnen verschwinden, und innerhalb einer Stunde wird dieser den gewissen Umhang bringen, welchen du von ihnen verlangst und den diese dir geben sollen. Diese werden antworten, dass sie ihn dir nicht geben können, bevor du diesen nicht deine weiße Gewandung überreichst, welche du ihnen überreichst, und wenn du sie aushändigst, werden sie dir den Mantel geben.
Einer von ihnen wird sofort die von dir ihnen übergebene Gewandung anziehen, ebenso ziehst du sofort den Umhang an. Wenn du ihn trägst, sagst du diesen Geistern, geht hin in Frieden. Und sie werden sich sofort zurückziehen. Und wenn diese weg sind, musst du den Kreis verlassen, das Schwert tragend. Am dritten Tag kehrst du dorthin mit dem Mantel zurück und du wirst deine Gewandung finden, die du entgegennehmen sollst. Erinnere dich daran, dass wenn du am dritten Tage nicht zurückkehrst oder wenn du deine Gewandung, mit der du jene fortgeschickt hast, nicht entgegennimmst, du am vierten Tag keine finden wirst, aber am siebten Tag verstirbst. Nimmst du diese am besagten dritten Tag entgegen, verbrenne diese an jenem Ort. Und du weißt vielleicht, dass wenn jene verbrennt, du ein großes Jammern und Beschwerden vernimmst. Und wenn diese verbrannt ist, verstreue die Asche in der Luft, sage Folgendes. Ich beschwöre euch, Phyriel, Memimil, Beris, Taraor, durch eure Macht und Kraft und durch alles, was Macht über euch besitzt, dass ihr keine Macht oder Kraft besitzt, mir durch diesen Mantel zu schaden. Aber möge Jesus Christus mich beschützen und verteidigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nachdem du dies gesagt hast, nimm Weihwasser und besprenkle den besagten Umhang, indem du sagst: Ich beschwöre dich, Mantel, durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und durch dieses Wasser, dass immer, wenn ich damit gewandet bin, niemand mich fühlen oder sehen kann, durch unseren Herrn Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies war meine Übersetzung des Experiments Nummer 11, Beschwörung, um unsichtbar zu werden, aus dem Münchner Handbuch der dämonischen Magie. Falls euch die Übersetzung gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, so würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Nächste Woche geht's weiter mit dem Experiment Nummer 12, Beschwörung, um die Liebe einer Frau zu erlangen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss.